Hallo, mein Name ist Steve Schramm und ich bin einer von euch. Ich wurde hier hunderte Male verhaftet, ich bin Opfer von Polizeigewalt geworden und ich bin grundsätzlich Pazifist. Ich trage kein Gewehr, sondern ich schieße mit dieser Kamera und die schießt weitaus besser als eure Knarren. Man hat mich obendrein, nachdem man mich blutig geschlagen hat, in eine kleine Zelle reingeworfen hat und mich misshandelt hat, verhöhnt und obendrauf hat man mich noch angezeigt und vor Gericht gezerrt, weil sich der arme Polizist am Fingerchen ein Druckschmerzchen gespürt hat dabei. Das muss man sich mal vorstellen. Vielleicht kauft man der Polizei mal bessere Protektorenhandschuhe. So, mein Prozess war gerade eben. Ich war angeklagt wegen Misshandeln von Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Der Richter hat sich die Videos angeguckt, auf denen man ganz genau sieht und hört, wie mein Hinterkopf in diesem kleinen Gefangenentransporter gegen die Rückwand schlägt. Dann sind sie um die Ecke gefahren am Alexanderplatz und haben mich da 40 Minuten blutend drin sitzen lassen. Mit Handschellen auf dem Rücken. Hoi! So, der Richter hat sich das natürlich angehört und der war sehr interessiert. Freispruch, Verfahren eingestellt, Sieg. So, und jetzt? Und jetzt wird zurückverhaftet. Vive la Révolution!